So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe für heute, nämlich Such nach einer Graffiti-Wand bei Hydro 16 oder bei Catty Corner. Ihr seht schon, da wo auch die Lupen sind, wir werden jetzt bei Hydro 16 landen. Das ist eben hier, der Name ist nicht benannt, ist nämlich nur ein Orientierungspunkt. Also, die meisten werden Catty Corner hinfliegen, nehme ich jetzt einfach mal an, weil wenn man guckt, wo ist Catty Corner, warte mal, ah ja, da. Deshalb, ich sag, glaubt's mir, nehmt euch einfach Hydro 16, das ist halt da, wo der Staudamm ist, und da werdet ihr wahrscheinlich eher eure Ruhe haben. Und denkt dran, wenn ich euch weiterhelfen konnte oder ihr schon mal mich gesehen habt, aber noch kein Abonnent seid, gerne Abo raushauen, wird mich halt tierisch unterstützen. Und in dem Sinne würde ich sagen, landen wir jetzt erstmal da. Ich habe eben mal gerade schnell beim iPlayer Tobi geguckt. Ich meine, ein Graffiti ist hier unten links direkt am Staudamm und eins ist nochmal irgendwo in Hydro 16 selber nochmal an der Wand. Und wir müssen, denke ich mal, mit dem Ganzen interagieren. Oder, warte mal, suchen. Ja doch, wir müssen interagieren. Ah, da unten sehen wir schon. Seht ihr es? Zack. Da müssen wir hin. Jetzt hoffe ich nur, dass ich mal hier meine Ruhe habe, weil, obwohl im Solo-Modus geht's eigentlich. Und was macht er? Ich hoffe, er lässt mich in Ruhe. Zack. Und einfach mit der Wand interagieren. Und zack, 30.000 XP. Und damit sind die Wochenaufgaben schon wieder fertig. Beziehungsweise sagen wir einfach mal, die Dienstagsaufgaben sind fertig. Und ich hoffe, ich konnte euch halt bisher weiterhelfen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.